Pferd reitet sogar alleine. Ich brauche gar nichts machen. Ja, meine Rüstung klippt ganz schön. Das stimmt. Das ist halt diesem Modell zu Schulden gelastet, dass hier bei Kingdom Come diese. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Oh ja, Bruderherz. Weißt du, was ich an Tagen wie diesen so mag, Jan? Duft von Kamille. Diese verschiedenen Rüstungslayer gibt. Unter anderem, ja. Klappt halt nicht immer ganz ohne Fehler. Ja, und nein, Windows 10 habe ich noch nicht versucht, neu zu installieren. Ich denke mir immer, bringt das wirklich was? Früher, so als Jugendlicher, habe ich ständig mein System irgendwie neu installiert, um es irgendwie schneller zu machen. Aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass jede Installation es dann langsamer gemacht hat. Ich habe ständig alles platt gemacht und wieder neu aufgesetzt, um irgendwie dann das wieder schneller zu machen. Das hat dann für 2-3 Wochen gehalten und dann war es wieder fast so langsam wie vorher. Und jetzt habe ich seit Jahren eigentlich das gleiche System. Also Windows 10 halt jetzt seit einem Jahr oder so ungefähr. Und Windows 7 habe ich auch nur das eine Mal aufgesetzt und danach nie wieder. Weil es eigentlich gut lief immer. Ich weiß nicht, mein Prozessor ist halt mittlerweile auch schon 3 Jahre alt oder so. Vielleicht ist es einfach zu in die Jahre gekommen für das heutige, den heutigen Standard. Für 2K. Das ist hier nicht Paris, Volva! Seit Jackel bei uns ist, habe ich keine neue Ausrüstung und neue Pfeile mehr bekommen. Das behagt mir nicht, Anführer. Verstehe. Was meinen die anderen? Ich weiß nicht, warum Frieda herumjammert. Es mangelt hier nicht an Speis, Krank und Weibern. Und Narren in der Schenke, die nicht wissen, wann man aufhören sollte zu wirfen. Baumler? Irgendwie landen wir immer am Arsch der Welt. Und immer ist mir mulmig zumute. Jackel? Was soll ich sagen? Ich sollte eine Rüstung kriegen, aber dann wurde es nur ein dämlicher Eisenhut. Tja, ja, er hat wirklich der Einzige, der keine Rüstung hat. Ach ja? Wo hast du denn deine her? Er muss den Stoffscheiß tragen. Ach ja, und hier der Bogenschütze aber auch. Okay, ich meine, okay, er ist ein Bogenschütze. Es wird Beute geben, versprochen. Wer kämpft und siegt, erhält auch der Mühenlohn. So war es schon immer. Aber wer nur Silber im Kopf hat, vergisst sein Schwert in der Hand und schadet damit seinen Gefährten. Daher vergesst nie die goldene Regel. Ihr könnt scherzen und jammern, so viel ihr wollt. Aber was am Ende über Sieg oder Tod entscheidet, ist das Vertrauen in euren Anführer, den ihr frei gewählt habt. Das solltet ihr nie vergessen. Amen. Ich werde mal auf mein Schild umschalten. Das hier ausrüsten habe ich nämlich nicht. Ja, ich habe genau nämlich das Problem... Also Problem, seit ich umgestellt habe von Full HD auf 2K. Einfach so spielen, klappt super. Aufnehmen auch, streamen ist das Problem, weil glaube ich, das Streaming, dieses Codieren in Echtzeit in 2K und gleichzeitiges Spielen in 2K für den Prozessor irgendwie dann doch zu viel ist. Anführer, ich glaube, es gibt etwas für uns zu tun. Und hinten brennt es. Voilà. Sind da Banditen? Hinter mir bleiben und Augen auf! Ja. Endlich ein Kampf. Was glaubt ihr, erwartet uns dieses Mal, Männer? Groschen versteckt in einem Pisspot unterm Bett und eine saftige Rinderhüfte, die niemand essen will. Ich fürchte, die kriegst du nur, wenn du sie jemanden aus dem Bauch ausschneidest. Oh, das, da ist ein Dorf gebrandschatzt worden. Ein Messer. Falls ihr Beute macht, werde ich im Lager dann nur allzu gerne mit euch um eure hart verdienten Groschen würfeln. Armer alter Fieder. Aber ich wette, das sieht so aus, als wären die Banditen schon weg. Was glaubst du, was uns erwartet? Leid und die Vergänglichkeit des Seins. Wie immer. Stets gut gelaunt, nicht wahr, Baumler? Solltest dir eine Scheibe vom Stein abschneiden und die Klappe halten. Gott, ihr solltet alle die Klappe halten. Haltet die Augen offen. Kann gut sein, dass sich hier noch jemand versteckt. Sucht nach Hinweisen und befragt die Leute. Falls okay. Noch jemand lebt. Ich wollte gerade sagen, das sieht eher nicht so aus, als würde hier noch jemand leben. Okay, schauen wir uns zuerst mal hier in dem ausgebrannten Haus um. Hier glüht es noch.
Die Angreifer können noch nicht allzu weit sein. Naja, also das sieht jetzt schon ziemlich ausgebrannt und abgeglüht aus. Sieht nicht so ein Haus aus, was schon... Je nach Haus kann das schon ein Tag her sein, oder? Wenn das so glimmt. Okay, nicht weit ist natürlich relativ. Im Mittelalter kann man natürlich innerhalb eines Tages nicht so weit wie heute. Heute kann man dann schon auf einem ganz anderen Kontinent sein. Am anderen Ende der Welt. Die haben keine halben Sachen gemacht. Sieht aus, als hätten die hier alles durchwühlt, ne? Und natürlich auch ziemlich viel kaputt gemacht und verwüstet einfach. Es gab wohl keine Gegenwehr. Sie wurden wie Tiere abgeschlachtet. Das ging wohl alles ganz schnell. Die Pfeile kommen alle aus der Richtung. Das heißt, die sind zuerst wahrscheinlich mit Pfeilen angegriffen worden. Oder man hat zuerst das Feuer gelegt, hat sie rausgetrieben und dann mit Pfeilen erschossen. Gütiger Heiland. Sie waren unbewaffnet. Natürlich. Das sind ja irgendwelche Dorfbewohner. Oh Gott, was für ein Massaker. Nur unnützes Zeug. Ob sie überhaupt etwas Wertvolles gefunden haben? Also ich hätte jetzt hier nicht als erstes gesucht, wenn ich irgendetwas Wertvolles will. Vielleicht steckt irgendwas anderes dahinter. Mein nächster Monitor wird auch wieder Full HD. Überhaupt keine Lust drauf, unbedingt meinen PC wieder ans Limit zu bringen. Du hast auch einen 2K-Monitor, oder? Ich habe halt einen relativ großen Monitor, deswegen ist da 2K schon sinnvoll. Das ist schon ein riesiger Unterschied. 32 Zoll oder so. Und wenn du da auf 2K spielst statt Full HD, das ist schon einiges wert. Okay, hier drin haben sie auch einfach alles verwüstet. Aber hier gab es auch nichts zu holen. Also, es sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas zu holen. Hatten die denn irgendwie Pferde oder... Vieh? Die Rinder haben sie leben lassen. Scheiße, aus kann ich mich setzen. Schauen wir uns mal hier in dem Haus um. Flashback von den Kommentaren in Fallout 4, die der Spieler im Vault von den Toten abgab. Das ist schon zu lange her, da kann ich nichts zu sagen. Was genau meinst du? Armes Geschöpf. Ach, sie haben den Hund getötet, habe ich gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich es erst. Ach, der Arme. Wenn Tiere in Filmen und so sterben, das ist immer viel schlimmer, als wenn die Menschen sterben. Komischerweise. Eigentlich, weil sie noch wehrloser sind. Ach ja. Ja, wir sind zu spät, ne? Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Wieso brennt hier... Oh. Da hat jemand eine Nachricht hinterlassen. Kuno wird davon erfahren wollen. Schild des Suhl-Adels. Und eine Nachricht für Herrn Ratzig. Kann ich mir das mal... durchlesen, was ich da gerade gefunden habe. Nachricht für Herrn Ratzig. Ratzig Kobilla, du skrupellose Bestie, der es an jeder christlichen Moral gebricht. Ich klage dich an. Samt und sonders hast du deine Tugenden und deine Ehre verraten, als du dich zu grausamen Missetaten gegen mich und meine Ahnen hast hinreißen lassen. Dessenthalben schimpfe ich dich als Hundesohn. Ich fordere dich zum Duell, wie es sich für Ritter geziemt, damit du dich nicht feige hinter den Mauern einer Burg verstecken kannst und um dir die Möglichkeit zu geben, deine Ehre und die deines Hauses zu verteidigen. Solltest du ablehnen, werde ich durch diese Lande ziehen und aller Enden kundtun, welch schändlicher Halunke du bist, unwürdig der Gefolgschaft redlicher Mannen. Deinen Schild werde ich als Symbol der Schande an den Pranger nageln lassen.
Ich schwöre vor Gott, dem allmächtigen Herrn, dass ich nach bestem Gewissen und Gewissen handle und gebunden an die Ehre meiner Familie nur in dem Maße Vergeltung üben werde, wie du es verdienst. Mein Groll richtet sich nur gegen dich, doch je länger du dich verkriechst, desto länger werde ich plündernd durch die Provinz ziehen, mit reinem Gewissen, denn der Schuldige bist du. Gezeichnet am 2. Juni des Jahres 1403, Herrn Hagen Suhl. Mhm. Kennen wir den schon irgendwie? Oder ist das ein neuer Charakter? Mir sagt das jetzt gerade nichts. In Fallout, in Vault 111 konnte man die ganzen Leichen ansprechen. Konnte man? Haben die denn auch geantwortet? In einem Schuppen fand ich diesen Schild und einen Brief. Scheint eine Nachricht für uns zu sein. Zeig mal her. Dieses Wappen, es stammt von den Zuls. Gefährliche Leute sind das. Ich glaube nicht, dass hier noch etwas ist. Aber wir bleiben noch eine Weile. Und du berichtest ratzig von den Vorkommnissen. Was weißt du über diese Zuls? Eine verarmte Adelsfamilie. Die Zuls kämpften in den Markgrafenkriegen in Mähren. Aber was sie in Böhmen wollen, weiß ich nicht. Ganz schön viele verarmte Adelsfamilien hier in der Gegend. Ich würde gerne nach den Angreifern suchen. Weit sind sie bestimmt noch nicht gekommen. In Ordnung. Ein zusätzliches Paar Augen kann nicht schaden. Wir sehen uns noch ein wenig um. Dann reiten wir zurück ins Lager. Okay, habe ich jetzt eine neue Nebenmission bekommen, dass ich nach den Angreifern suchen darf? Oder? Hm. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Wir machen mal eine Schnellreise runter nach Rattai. Um Ratze, dem alten Halunken, zu berichten, was hier vor sich geht. Ich find's ja nicht sehr ehrenhaft, plündernd und brandschatzend hier durch die Gegend zu ziehen. Und mit dem Vorwand, dass Ratzig die Burg, den Schutz der Burg verlassen soll und zu einem Duell herausfordern, da kann man irgendwie auch direkt die Nachricht hinterlassen, oder? Und ihn zum Duell herausfordern. Die Frage ist natürlich dann, ob er dieses Duell annimmt, aber ich weiß ja nicht, wie das früher war. Ich glaube, früher war das so, dass man dieses Duell annehmen musste, oder? Ansonsten hat man ja keine Ehre bewiesen und ja, ich weiß nicht, wie es war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man früher solche Duelle annehmen musste, wenn man einen guten Grund dafür hatte. Ich fand dann immer nur lustig, es war ja, glaube ich, früher wirklich so, bei Game of Thrones sieht man das auch öfter, dass man zu diesen Duellen teilweise gar nicht selber angetreten ist, sondern einen Stellvertreter quasi für sich benannt hat, beispielsweise irgendeinen Ritter, irgendeinen Kämpfer, der dann in Stellvertretung für einen gekämpft hat und die sich dann die Köpfe eingeschlagen haben und das dann darüber entschieden hat, wer recht hatte. Also super dämlich das Ganze. Herr, es gibt schlechte Neuigkeiten. Nahe Meerhojet ist ein Gehöft abgebrannt. Toss muss Männer zurückgelassen haben. Dieses Mal ist es anders, Herr. Wir fanden ein Wappenschild mit dreifarbigem Stern auf blauem Grund. Ich kenne das Wappen, unglücklicherweise. Es stammt von den Zuls. Wir fanden auch einen Brief. Lass sehen, Junge. Wenngleich ich bereits ahne, was darin geschrieben steht. Hier, bitte, Herr. Bratzig hat sogar die Synchronstimme von Kleinfinger. Grausame Missetaten. Hundesohn, ich fordere dich zum Duell. Ehre verteidigen. Schändlicher Halunke. Er stammt von Hagen Zuhl. Das war zu erwarten. Groll aus alten Zeiten, der mich nun heimsucht. Wie kam es zu diesem Zerwürfnis, Herr? Eine lange Geschichte. Wir wollen die ganze Geschichte hören. Ich würde sie gerne hören, Herr, wenn es dir nichts ausmacht. Nun gut. Es begann im ersten Herrschaftsjahr von König Wenzel. Ich sollte einen Streit zwischen den Zuls und einer anderen Familie schlichten. Es ging um Grenzstreitigkeiten. Und die Zuls widersetzten sich dem Beschluss des Landgerichts. Nach der Krönung war die Position des Königs im Reich noch nicht gefestigt gewesen. Daher hatte man zu Hofe beschlossen, Ungehorsam im Königreich hart zu bestrafen. Da sich die Zuls dem Willen des Königs widersetzten, mussten wir sie bestrafen. Hart,
wie es die Situation erforderte. Das Familienoberhaupt, Hagens Vater, wurde gehängt, ihre Burg in Schutt und Asche gelegt und ihr Besitz beschlagnahmt. Also wollen sie Rache. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Aber du hast nur die Gesetze befolgt. Ganz so einfach ist es nicht. Ich war jung und ahnte nicht, welche Folgen mein Vorgehen haben würde. Zum einen konnte der König dadurch nicht seine Position festigen. Im Gegenteil, er verlor immer mehr das Interesse an den Dingen. Warum? Weil ihm klar wurde, dass irgendjemand schon alles regeln würde. Er ernannte mich zum königlichen Hauptmann und wandte sich anderen Dingen zu. Zum anderen gebar mein Handeln einen neuen Räuberbaron. Wenn man einem Adeligen seinen Besitz nimmt, gibt er sich natürlich nicht als Bettler zufrieden. Und darüber hinaus wusste ich damals nicht, dass die andere Familie entfernt mit der meinen verwandt ist. Es sah also so aus, als hätte ich eigene Interessen verfolgt. Aus heutiger Sicht hätte ich damals ein milderes Urteil sprechen sollen. Hm. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, was es genau heißt. Er hat sich dem König widersetzt oder nicht gebeugt. Aber den Vater zu hängen, okay, dass man den König die Missachtung mit dem Tode bestraft, das war, glaube ich, damals einfach so. Ist natürlich für heute gefällt es auch ein bisschen hart. Aber dass man deswegen die ganze Burg in Beschlagnahmen nimmt, beziehungsweise abbrennt und die komplett enteignet, die ganze Familie, die ja bestimmt nicht alle was damit zu tun haben, das ist doch ein bisschen krass. Dieser Herr Hagen will sich mit dir duellieren? Offenbar hofft er, dass ich mich auf dieses ausgediente Mittel zur Streitschlichtung einlasse. Aber kannst du solch ein Duell überhaupt ablehnen? Wäre das kein Ehrverlust? Heinrich, mein Junge, die Ehre ist ein wichtiges Gut und sollte tunlichst gewahrt werden. Es gibt jedoch Probleme, die eine andere Sicht erfordern. So wie dieses? Ja, so wie dieses. Hagen fordert mich allein deswegen zum Duell, weil er bessere Erfolgsaussichten hat. Ich bin seit 15 Jahren königlicher Hauptmann und gehe Amtsgeschäften nach. Hagen hingegen kämpft in den Markgrafenkriegen in Mähren und auch andernorts als Söldner. Wer, denkst du, würde das Duell wohl gewinnen? Ihm geht es also gewiss nicht um die Ehre. Er ist einfach nur berechnend. Doch ich bin kein Narr und werde mir nicht seine Regeln aufzwingen lassen. Das ist ja das, was ich eben meinte. Gab es das nicht früher echt, dass man dann einen Stellvertreter für sich wählen konnte? Was gedenkst du zu unternehmen? Du wirst dich mit Kuno und seinen Männern wohl oder übel um Hagen kümmern müssen. Je länger er plündernd durch die Lande ziehen kann, desto mehr sehe ich mich gezwungen, nach seiner Pfeife zu tanzen. Du müsstest dich mit ihm duellieren? Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Und wer weiß, vielleicht will er selbst nicht kämpfen. Gut möglich, dass er auf Groschen aus ist. Nun gut, wir kümmern uns um ihn. Ich vertraue dir, Heinrich. Danke für die Groschen. Ich wüsste gerne mehr über diese... Sicher. Haben wir doch schon alles gehört eben. Ja. Mach's gut. Ja, du auch, Ratze. Ja, Ratze. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dass er jetzt möchte, dass wir hier losziehen und seinen ehemaligen Feind dort bekriegen sollen und er sich hier versteckt und ja, einfach sagt, ja, ich kann ihn verstehen, dass er sagt, dieses Duell kann ich nicht gewinnen. Ich wäre ja dumm, wenn ich rausziehen würde und dieses Duell annehmen würde, weil es wäre sowieso der sichere Tod. Da könnte ich mich direkt aus dem Fenster stürzen. Kann man irgendwie verstehen, das macht Sinn. Wenn man 20 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre nicht gekämpft hat, so wie er, richtig, auf den Schlachtfeldern, ist man nochmal raus und ja, es wäre so, als würde sich ein Beamter mit einem Krieger, mit einem Soldaten in der heutigen Zeit messen. Polizisten sind ja auch Beamte. Das könnte dann vielleicht sogar noch klappen. Ah, neue Reitspezialisierung verfügbar. Ach, wir müssen aber in die Spezialisierung nochmal reinschauen. Ach, dieses Lager ist aber auch echt komisch gelegen. Dann sind immer diese ganzen Büsche hier, die nicht durchdringbar sind. Ach, das Spiel ist schon schick. Ist schon schön. Hier der Sonnenuntergang am Abend. Der blutrote Himmel und das Blut auf den Höfen. Das ist sehr romantisch. Ja, und wir müssen dem Ganzen jetzt nachkommen und uns für Ratzig
schlagen. Das ist irgendwie auch nicht sehr ehrenhaft, dass wir jetzt dieses Duell quasi aufnehmen müssen, beziehungsweise es ist ja dann nicht mal ein Duell, sondern ihn jetzt suchen und... Naja, okay, aber er hat es auch nicht anders verdient, ne? Er ist, hat einfach irgendwelche Leute getötet, die einfach gar nichts damit zu tun haben mit seinem Problem mit Ratzig. Nur ja, um ihn aus dem Versteck zu locken. So, wir sind wieder am Lager. Zu einer gar nicht so schlechten Zeit, denn es ist Abend. Das heißt, wir können uns jetzt schön hier hinlegen. Ich hoffe, hier ist auch ein Bett für uns gemacht, dass wir hier schlafen können bis zum nächsten Tag und dann, ja, das sieht doch gut aus. Hier gibt es sogar noch einen Topf, aus dem wir essen können dann am nächsten Morgen. Was ist denn unser Bett? Schlafen und speichern? Das ist unser Bett? Ach, hier. Sein Strohbett. Sieht nicht sehr bequem aus. Aber wir haben ja diesen Skill gelernt, dass wir noch besser schlafen, je weniger Komfort wir haben. Und dann werden wir noch ein paar Skillpunkte verteilen, wenn wir aufgewacht sind. Das machen wir gleich als erstes. Ja, es ist echt schon super lange her, Yusei, mit Fallout 4 bei mir. 3 Jahre mittlerweile, ne? Ich meine, okay, durch die ganzen DLCs und so habe ich es, glaube ich, auch ein Jahr lang gespielt. Aber richtig gut dran erinnern kann ich mich nicht mehr. Es sind noch so ein paar Schlüsselereignisse hängen geblieben. Aber ein bisschen fehlt es mir schon. Deswegen bin ich ja auch am Überlegen, die ganzen hier Fallout 3 und New Vegas eventuell mal auszupacken und nochmal nachzuspielen. Aber dafür kommen dann auch doch immer zu viele neue gute Spiele raus, die ich auch noch nicht gespielt habe. Man hat einfach nicht die Zeit dafür, ne, das alles zu machen. Oder ich zumindest nicht. So, schauen wir mal nach. Wir haben neue Skills. Hauptstufe 19 sind wir jetzt schon. Viele gibt es eigentlich? Gibt es nur 20? Oder geht das immer weiter? Wenn ja, dann sind wir fast Max-Level. Wir haben nämlich hier unten 97% auch. Agilität haben wir noch einen Punkt bekommen. Wo sehe ich denn, ob wir noch Punkte zur Verfügung haben? Ich glaube, hier haben wir nirgendwo welche, ne? Nur hier bei den Fertigkeiten. Lesen, Reiten. Reiten Stufe 20 haben wir schon. Das ist Maximal-Level, oder? Ich glaube, ja. Gucken, was können wir da jetzt noch lernen? Wetterfühlig oder aufgestacheltes Pferd. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Und dein Pferd scheut allgemein etwas weniger, bei Unwettern dafür jedoch deutlich mehr. Ja, das ist blöd. Ich mag halt dieses, das nicht, wenn du einen Malus und einen Bonus gleichzeitig bekommst. Deswegen lernen wir das hier mit dem aufgestachelten Pferd. Das hat zumindest keinen Malus. Reparieren, ne? Man kann ja eigentlich auch selber reparieren, glaube ich. Zumindest die Schwerter. Ich weiß gar nicht, wie es mit Rüstung ist. Wenn du deine Rüstung selbst reparierst, kannst du sie auspolstern, damit sie weniger Lärm macht und auch deine... Ja, ich glaube, dafür brauchen wir diese Reparaturkits. Die habe ich irgendwie noch nie gerafft, wie ich die richtig anwende. Lesen haben wir auch noch einen Skillpunkt, den wir verteilen können. Schnäppchenjäger. Die Bücher in Läden sind günstiger. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Ja, was für ein Quatsch. Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Ja, was das überhaupt heißt. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lesebonus. Deine Redekunst beim Überzeugen von Wachen wird um 3 erhöht. Das brauche ich nicht. Da mache ich hier wissbegierig. Weil die Wachen... Die überzeuge ich auch so schon. Ich habe aber trotzdem noch Punkte. Oder? Nee, das war's. Keine Punkte mehr. Leider auch keine Kampfpunkte. Wie sieht's da eigentlich aus? Wir haben 17 auf Streitkolben, 17 auf Schwert und 4 auf Axt nur. Verteidigung 19, Kampf allgemein 17. Also auch schon sehr gut. Gib dich auf deine zweite Patrouille. Schaut mal, hier haben wir ja noch eine Nebenmission. Kann das sein? Was ist denn, Jackel? Der Stein will mit dir reden, wenn man es so nennen kann. Wahrscheinlich geht's um den Ring. Welchen Ring? Ich wollte gerade sagen, was für ein Ring? Oh, hat dir niemand davon erzählt? Die Männer nennen ihn Ring des Bacchus. Ist so etwas wie ein Spiel. Kuno hat ihn uns gegeben. Er ist nicht viel wert,
Aber in der Schenke darf sein Besitzer auf Kunos Kosten so viel fressen und saufen, wie er will. Deswegen versuchen wir, ihn uns gegenseitig wegzunehmen. Naja, ich nicht, die anderen. Ich darf nicht mitspielen. Kuno sagt, ich bin zu jung zum Saufen. Klingt nach einer Menge Spaß. Aber ich habe den Ring nicht. Warum will der Stein mich sprechen? Wahrscheinlich will er, dass du ihn jemandem stiehlst. Du bist neu hier. Und die anderen sind dir gegenüber nicht misstrauisch. Gut. Ich werde mit ihm reden. Ja, so eine komische Diebstahlgeschichte. Hey, Jackel. Magst du mir etwas über dich erzählen? Du suchst wohl Freunde, was? Sicher, Heinrich. Was willst du denn wissen? Wie bist du bei Kuno gelandet? Reden wir erstmal ein bisschen mit den guten Leuten hier. Prag. Aber die anderen beschimpften mich unentwegt und ließen mich nie in Ruhe. Manchmal wurde ich sogar verprügelt und ausgeraubt. Um an Geld zu kommen, suchte ich die Schenke gegenüber auf und unterhielt die reichen Gäste mit Witzen und Narrenspielen. Manchmal warf mir jemand einen halben Groschen zu. Eines Tages tauchte Kuno dort auf und wir kamen ins Gespräch. Als ich über den ganzen Mist in der Bäckerei jammerte, bot er mir an, mich aufzunehmen. Oh, du warst sicher froh, von dort wegzukommen. Ja, allerdings lässt man mich hier auch nicht in Ruhe. Immer heißt es, Jackel, komm her. Jackel, mach dies. Hallo Heinrich. Jackel, hol jenes. Warum hat es ausgerechnet dich erwischt? Eigentlich werden Schüchterne schikaniert. Trifft nicht wirklich auf dich zu. Vielleicht nicht mehr. Hab mich mittlerweile geändert. Ach, warst du schüchtern? Gerade meintest du noch, du hast in der Schenke die Gäste belustigt. Na schön, ich sag dir die Wahrheit. Ich war ein Waisenkind, das war der Grund. Der Pfarrer des Kollegiatsstifts St. Apollinaris in Prag fand mich an einem Wintermorgen in der Kirche. Erst lebte ich in Pfarrhäusern und später dann auf der Straße. Verstehe. Muss hart gewesen sein. Es ist immer noch, das sage ich dir. Dafür wurde man früher schikaniert, wenn man ein Waisenkind war? Kann man doch nichts für. Aber hier bist du doch sicher besser dran als in der Bäckerei. Nein. Das Schlimmste, was mir in der Bäckerei gedroht hat, war Raufhandel. Mein Leben war nicht in Gefahr. Aber hier? Wenn die Gebrüder Beermann betrunken sind, hilft nur noch beten. Gebrüder Beermann. Ein Arbeitskollege von mir heißt auch Beermann. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen Zuhl? Zuhl? So etwas behalte ich für mich. Aber da du der Einzige bist, den meine Meinung interessiert, sage ich's dir. Ich denke, Ratzig macht einen großen Fehler. Ich bin zwar kein alter Hase, aber schon lange genug dabei, um zu wissen, dass man einen Söldner nicht um etwas bitten sollte, ohne zu bezahlen. Moment, was willst du damit sagen? Ach, vergiss es. Ist nur so ein Gefühl. Wenn Kuno das gehört hätte, gäb's jetzt Riesenärger. In Ordnung, lassen wir das. Meint er also, dass das gar nicht der Hauptgrund ist, warum Ratze nicht so gut auf ihn zu sprechen ist? Ist der wahre Grund, dass Ratze ihn danach irgendwie beauftragt hat und ihm kein Geld hat zukommen lassen? Ihn quasi als Söldner angeheuert hat und ihn nie bezahlt hat? Erzähl mir etwas über dich. Was willst du denn wissen? Wie seid ihr in Kunos Bande gelandet? Seit wir klein sind, sind mein Bruder und ich mit Söldnern unterwegs. Anfangs war das hier nur eine von vielen Banden, aber schon bald wurde uns klar, dass Kuno ein feiner Kerl ist. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen Zuhl? Ich mache mir Sorgen, dass Kuno Hagen unterschätzt. Ich war mit beiden bei der Belagerung von Lanzenbach und weiß das eine oder andere. Hagen verhält sich wie ein Adliger. Wie diese Ritter, die von Ehre schwafeln. Für Kuno sind sie normalerweise nichts weiter als Lämmer auf der Schlachtbank. Aber Hagen ist kein Lamm. Er ist durch und durch ein kaltblütiger Wolf. Ja, und er hat Kriegserfahrung. Macht ihn natürlich gefährlich. Der erste Böhmann-Bruder wirkte jetzt gar nicht so böse. Also gar nicht so grantig, wie Kannst die anderen mir erzählt etwas haben. Über dich erzählen? Was willst du denn wissen? Warum nennt man dich Baumler? Weil Kuno mich mit einer Schlinge um den Hals gefunden hat. Ah, verstehe. Er hat dich vor der Hinrichtung bewahrt. Zumindest kam es einer Hinrichtung sehr nahe. Ich war damals ein Knappe des Herrn von Busitz. Ein gestandener Ritter war das. Mit Idealen und Ehre. Ich habe zu ihm aufgesehen. Eines Tages starb er im Kampf.
und mich nahm man gefangen. Sie stellten mich gefesselt an ein wackeliges Holzkreuz und legten mir eine Schlinge um den Hals. Zur Belustigung. Dann ritten sie lachend davon. Wie lange standest du so? Kann ich dir nicht sagen. Stunden, vielleicht Tage. Irgendwann wurde mir schwarz vor Augen. Ich spürte, wie der Teufel an meinen Beinen zog. Oh mein Gott! Wie hast du das nur überlebt? Habe ich nicht. Als Kuno mich fand, war ich angeblich mausetot. Sie schnitten die Schlinge ab und legten mich hin. Dann bekam ich einen Tritt, hustete und war zurück unter den Lebenden. Er war noch nicht tot. Nur bewusstlos. Sind sie scheinbar gerade zur rechten Zeit gekommen. Aber was für ein Idiot. Er muss doch wissen, ob es Stunden oder Tagen waren. Also ob es jetzt 2 Stunden oder 4 Stunden waren, das weiß man wahrscheinlich nicht mehr, wenn man in so einer Situation ist, weil sich alles ewig anfühlt. Aber wie oft die Sonne auf und runter gegangen ist, muss man doch wissen. Also das kriegt man doch mit. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen Zuhl? Hagen Zuhl? Wer ist das? Der Räuberbaron, der Herrn Ratzigs Ländereien plündert. Hat Kuno nichts erzählt? Hat er. Aber wer kann sich das schon merken? Zuhl, Ratzig, Sokol, Hinek von Krawarn, Wenzel, Sigismund. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Irgendwo hinreiten, töten, saufen und dann schlafen. Ach, und wenn man Glück hat, regnet's dabei nicht. Das war's. Ich muss zugeben, dass es mir an einigen Stellen im Spiel auch so ging. Mit den ganzen Namen. Das war schon, ist schon ein bisschen verwirrend. Deswegen versuche ich das jetzt hier auch so ein bisschen aufzusaugen.